Liebe Frau Leitnerinnen, liebe Kinder, ich möchte euch heute eine Geschichte vom kleinen Weihnachtsesel vorlesen. Es war mal ein sehr unartiger kleiner Esel. Es gefiel ihm, unartig zu sein. Wenn ihm etwas auf den Rücken gepackt wurde, warf er es ab und er lief den Leuten nach, weil er sie beißen wollte. Sein Herr konnte nichts mit ihm anfangen und so verkaufte ihn an einen anderen, der auch nicht mit dem Esel fertig wurde und ihn weiterverkaufte. Und schließlich wurde er für ein paar Groschen an einen alten Mann verkauft, der immer wieder alte, abgearbeitete Esel kaufte und sie durch Überanstrengung und schlechte Behandlung umbrachte. Aber der unartige Esel jagte den Alten und biss ihn, dann rannte er einfach weg. Er wollte sich nicht wieder einfangen lassen, deshalb gesellte er sich zu einer Karawane, die des Weges zog. Niemand wird wissen, wem ich in diesem Haufe gehöre, dachte der Esel. Alle diese Leute waren zur Stadt Bethlehem unterwegs. Und als sie dort anlangten, begaben sie sich zu einer großen Herberge voller Menschen und Tiere. Das Eselchen schlüpfte in einen schönen, kühlen Stall, wo ein Ochse und ein Kamel waren. Das Kamel war sehr hochmütig, wie alle Kamele. Denn Kamele glauben, sie allein kennen die vielen geheimen Namen Gottes. Da es so stolz war, um mit dem Esel zu sprechen, begann der Esel zu prahlen. Er prahlte gerne. Ich bin ein sehr ungewöhnlicher Esel, sagte er. Ich kann voraussehen und hinterhersehen. Was heißt das? Fragte der Ochse. Wie meine Vorderbeine vorn und meine Hinterbeine hinten. Und oh ja, meine Ur-Ur 37 Mal Ur-Urgroßmutter gehörte dem Propheten Bileam. Und sie sah mit eigenen Augen den Engel des Herrn. Aber der Ochse kaute weiter und das Kamel blieb stolz wie zuvor. Dann kamen ein Mann und eine Frau herein und es gab viel Aufregung. Doch der Esel fand bald heraus, dass sich das ganze Aufhebens nicht lohnte. Die Frau bekam bloß ein Kind. Und das geschieht ja jeden Tag. Nach der Geburt des Kindes erschienen einige Hirten und taten sich viel zugute auf das Kind. Aber Hirten sind ja nur einfache Menschen, dachte der Esel. Dann aber kamen Männer in langen, reich geschmückten Gewändern. Sehr bedeutenden Persönlichkeiten, zischte das Kamel. Wieso? Fragte der Esel. Sie bringen Geschenke, sagte das Kamel. Da der Esel annahm, Geschenke wären etwas Gutes zu essen, schnüffelte er, als es dunkel wurde, eifrig daran herum. Aber das erste Geschenk war gelb und hart, das zweite brachte den Esel zum Niesen und als es am dritten leckte, schmeckte es abscheulich und bitter. Was für dumme Geschenke, dachte der Esel enttäuscht. Als er aber so bei der Krippe stand, steckte das Kind sein Händchen aus, griff nach dem Ohr des Esels und hielt es ganz fest. Und da geschah etwas sehr Seltsames. Der Esel wollte auf einmal nicht mehr unartig sein. Zum ersten Mal in seinem Leben wollte er gut sein. Und er wollte dem Kind etwas schenken. Doch er hatte nichts dabei, was er geben könnte. Das Kind schien an seinem Ohr Freude zu haben. Aber das Ohr war ja ein Teil von ihm. Und da kam ihm ein noch merkwürdigerer Gedanke. Vielleicht konnte er sich selbst dem Kind schenken. Kurz darauf kam Josef mit einem großgewachsenen Fremden in den Stall. Der Fremde sprach eindringlich auf Josef ein. Und als der Esel die Beine betrachtete, traute er kaum seinen Augen. Der Fremde schien sich aufzulösen und an seine Stelle stand ein Engel des Herrn, eine goldene Gestalt mit Flügeln. Doch gleich darauf verwandelte sich der Engel wieder in einen ungewöhnlichen Menschen. Meine Güte, was sehe ich bloß, sagte sich der Engel. Das Futter muss schuld daran sein. Ich habe schon Hirngespinste. Josef sprach mit Maria. Wir müssen mit dem Kind fliehen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Sein Blick fiel auf den Esel. Wir wollen diesen Esel hier nehmen und für seinen unbekannten Besitzer Geld zurücklassen. Auf diese Weise verlieren wir keine Zeit. Und so begaben sie sich hinaus auf den Weg, der aus Bethlehem fortführte. Doch als sie an einem engen Ort gelangten, erschien der Engel des Herrn mit flammendem Schwert. Und der Esel bog vom Wege ab und erkletterte einen Berghang. Josef wollte ihn zum Weg zurücklenken, aber Maria sagte, lass ihn, denk an den Propheten Bileam. Gerade als sie den Schutz einiger Ölbäume erreichten, stampften und klirrten die Kriegsknechte des Königs Herodes mit gezogenen Schwertern des Weges entlang. Genau wie bei meiner Urahne, dachte der Esel,
sehr zufrieden mit sich selbst. Er nimmt mich wundernd, ob ich auch voraussehen kann. Er zwinkerte mit den Augen und da sah er ein undeutliches Bild. Einen Esel, der in einen Brunnen gefallen war und einen Mann, der ihn herauszog. Das ist ja mein Herr, zum Mann herangewachsen, dachte der Esel. Dann ein anderes Bild. Derselbe Mann ritt auf einem Esel in eine Stadt. Natürlich, sagte sich der Esel, der soll zum König gekrönt werden. Aber die Krone schien nicht aus Gold zu sein, sondern aus Dornen. Der Esel liebte Dornen und Disteln, doch für eine Krone mochten sie nicht das Richtige sein. Und er nahm einen Geruch wahr, den er kannte und fürchtete. Blutgeruch. Und da war etwas an einem Schwamm, bitter wie die Myrrhe, die er im Stall gekostet hatte. Da erkannte der Esel plötzlich, dass er nicht mehr voraussehen mochte. Er wollte nur den Tag leben, wollte seinen kleinen Herrn lieben und von ihm geliebt werden, wollte ihn und seine Mutter sicher nach Ägypten tragen. Das war die Geschichte, eine Weihnachtsgeschichte aus aller Welt, geschrieben von Agatha Christie. Ich wünsche euch einen schönen Advent und ein schönes Weihnachtsfest.